Sehr, sehr freut, dass viele Leute hierher kommen und dass Gärtner vorantreiben. Und Brunnenmeister bin nur einer von drei. Aha. Also ich muss nicht immer selber. Was findest du besonders schön an diesem Platz jetzt? Ja, dass statt Beton jetzt ein Haufen Erde da liegt und mit der Zeit immer noch mehr Erde wird da liegen, dass es wirklich grün ist. Und hoffentlich, dass noch mehr in die Höhe aufwächst. Es ist jetzt alles noch relativ niedrig. Ich sehe da eher, dass es fast dann ein bisschen wie ein Wald wird. Danke. Andrea, du bist ein Gemüseli hier am Garten über den Gleis. Das ist ein genau. Gemüsegarten. Kommt es? Ja, es kommt. Aber jetzt haben wir gerade vorher gesehen, da irgendjemand hat auch gerne Gemüse. Das müssen wir dann noch herausfinden, wie man das. Es sind aber keine Vandalen, sondern nur ganz kleine Käfer, oder? Ja. Aber die kannst du vielleicht noch etwas schwieriger mit Vandalen weghalten. Wie gefällt es dir da? Super, ist mega schön, oder? Ja, ist mega schön, stimmt. Ja. Jetzt, heute sind ganz viele Leute gekommen, sonst auch schon ziemlich viele Leute an unserem Platz. Ich muss sagen, wir arbeiten meistens erst am Abend. Ja. Wir haben auch schon in der Nacht gärtnert mit Taschenlampen und so. Dort hat es nicht so viele Leute gekommen, so ein, zwei haben wir am Laden offen. Aber wir hoffen, dass es jetzt ein bisschen mehr kommt. Wie viel Mal bist du denn da? Ja, eigentlich jetzt geben wir momentan fast jeden Tag Wasser, je nachdem, wenn es regnet. In der Nacht sind wir natürlich froh. Was wünschst du dir für die Zukunft von diesem Platz? Ja, dass es noch mehr Leute, mehr Pflanzen gibt und ein bisschen Leben und ein bisschen, vielleicht auch noch ein bisschen Schatten, um ein bisschen anhöckeln und dass Leute nicht nur Gärtner, sondern ein bisschen seit da sind. Du bist auch im Vorstand des Garten am Gleisverein und bist auch hier an den Eröffnungsmensch gekommen. Wie findest du es? Ich finde es total lässig. Mir gefällt es. Es ist wirklich eine Betonwüste, die jetzt irgendwie eine grüne Oase geworden ist. Ich habe gehört, jemand will noch, dass es etwas mehr Schatten gibt auf dem Platz. Also zum Beispiel einen Baum oder zwei Bäume. So, wie findest du die Idee? Also die Idee finde ich gut, aber von mir her muss es nicht unbedingt sein. Also von mir her kann es so ganz einfach wie möglich sein. Okay, also was ich ganz toll finde, ist irgendwie das neue Heim für die Insekten. Aha, okay. Das heisst irgendwie, wir brauchen ja Bestäuber für unsere Pflanzen, weil sonst tut es nicht blühen. Okay. Und es ist gut, dass sich das da sich auch jemand um die Bienen, Insekten und all diese Sachen kümmert. Weißt du, wie man macht?